So, seid gegrüßt. Ich habe heute Tim von Keimgedanken zu Gast. Keimgedanken, das ist ein kleiner linker Podcast, der sich mit verschiedenen Politikfeldern, aber auch mit Wirtschaftspolitik beschäftigt. Dort war vor einigen Monaten das bedingungslose Grundeinkommen Thema und mittlerweile sind schon 3 Folgen dazu erschienen. Tim, zu dem Thema wollen wir jetzt auch ein Gespräch führen. Also Tim, welche Modelle des bedingungslosen Grundeinkommens gibt es denn konkret? Genau, also es gibt, wie du schon sagtest, unterschiedliche Ansätze. Es gibt zum Beispiel das neue solidarische Bürgergeld. Das ist im Prinzip eine Variante, um das ganz kurz runterzubrechen, wo im Endeffekt ein monatlicher Freibetrag entsteht von, ich glaube, 2000 Euro waren das. Das ist aber auch ein Ansatz, wo Leistungen wie Kindergeld, Hartz IV, BAföG, Kündigungsschutz, Mindestlohn, solche Dinge auch auf Dauer wegfallen sollen. Und dann gibt es beispielsweise noch einen anderen Ansatz, der nennt sich das emanzipatorische Grundeinkommen. Ich würde auch pauschal sagen, dass es ein Ansatz ist, wo sehr viel mehr Sozialausgaben auf jeden Fall noch drin stecken. Von wem kommen diese Ansätze denn? Das müsstest du nochmal dazu sagen. Wer hat die sich, also von welchen politischen Gruppen, jetzt nicht konkreten einzelnen Akteuren, sondern welche ideologischen Überlegungen, welche Interessen stecken dahinter ungefähr? Also ich würde sagen, jetzt bei dem solidarischen Bürgergeld ist es ein sehr wirtschaftsfreundlicher Ansatz. Also das sind, würde ich so sagen, schon eher sehr neoliberale. Sehr wirtschaftsliberaler. Genau, sehr, wirtschaftsliberale, ja, Interessen, ja, die dahinter stehen. Das emanzipatorische Grundeinkommen kommt tatsächlich eher von der Linken, also auch von der politischen Linken. Ja. Und ist dementsprechend auch eher ein Ansatz, wo weniger Leistungen gekürzt werden, also wo eben die eine Summe, die ausgezahlt wird, dann aber noch kombiniert wird mit anderen Sozialleistungen, die vom Staat ausgezahlt werden. Sprich, die Sozialversicherungen, das sind ja die wichtigsten Sozialleistungen, die bleiben unangetastet. Es gibt weiter eine Rente, es gibt weiter eine Arbeitslosenversicherung, es gibt weiter eine Pflegeversicherung und alles. Genau, also sie werden auf jeden Fall nicht ersatzlos gestrichen, sondern sie werden umgestaltet. Aber so andere, also was weiß ich, Kindergeld und BAföG, sowas fällt natürlich weg, nur zugedissen. Ja, Student, wenn man da BAföG hat, dann braucht man, also wenn man da Grundeinkommen hat, dann braucht man kein BAföG mehr, das ist logisch. Aber ich meine die Sozialversicherung, also es gibt ja Renten, genau, die sind deutlich oberhalb der Grundsicherung. Einfach weil die Leute ihr Leben lang gearbeitet haben und eine Menge Geld verdient haben, ist auch die Rente wesentlich höher als Grundsicherung. Also das würde dann sich natürlich auch nicht ändern, oder? Richtig, genau. Nee, meines Wissens nach würde sich das auch nicht ändern, also dass auch noch diese Ansprüche bestehen bleiben. Und das dritte Modell, wie sieht das aus? Genau, und das dritte Modell, das geht auf den DM-Gründer Götz Werner zurück. Das ist auch ich glaube 1000 Euro oder sowas, auch eine Summe, die da festgesetzt ist. Die Kinder bekommen die Hälfte. Und ist aber eigentlich auch, wenn man ein bisschen genauer hinguckt, auch sehr ein wirtschaftsliberaler Ansatz. Also wo auch eigentlich alle Leistungen drumherum gestrichen würden und wo es wirklich nur noch um diese Summe geht. Und wo eigentlich auch ein bisschen die Frage ist, reicht das dann im Endeffekt oder müsste jemand dann eigentlich automatisch vielleicht auch Geld dazu verdienen, damit das überhaupt ausreichend ist von der Höhe her? Ja, bei dem Modell ist ja interessant, dass es durch eine sehr, sehr hohe Mehrwertsteuer finanziert werden soll. Also Konsum soll extrem hoch besteuert werden, Kapitaleinkommen und Arbeitseinkommen überhaupt nicht mehr plötzlich. Das wäre ja eigentlich extrem unsozial, denn wir wissen, ärmere Bevölkerungsteile haben eine höhere Konsumquote als reichere. Das heißt, die Ärmeren würden überproportional für ein Grundeinkommen bezahlen, von dem alle profitieren. Ja, genau, richtig, guter Punkt. Genau, das sind so im Prinzip die 3 Modelle oder die 3 bekanntesten Vertreter, so, ne, die existieren. Es gibt ja noch weitere Modelle. Wir hatten ja, glaube ich, auch schon mal negative Einkommenssteuer. Aber da muss man sagen, dass das kein bedingungsloses Grundeinkommen ist, sondern ein einkommensabhängiges Grundeinkommen. Also da erhält nicht jeder pauschal einen Geldbetrag, sondern da erhalten Leute, die halt mehr verdienen, weniger Grundeinkommen. Also es ist quasi wie eine negative Steuer. Also deswegen heißt das, das Grundeinkommen auch negative Einkommenssteuer. Genau, ja. Richtig. So, und welchem dieser Modelle würdest du denn am ehesten zuneigen? Also ich denke, ich wäre tatsächlich eher für das emanzipatorische Grundeinkommen. Also im Prinzip so ein bisschen die sozialste Variante. Also wo einfach die Ausgleiche, die vom Staat gegeben sind, mit am größten ausfallen. Ist ja, glaube ich, auch so in der Diskussion mit das Schwierigste. Also dass halt auch da
die Finanzierung die Frage ist, wo kommt das Geld her? Und halt auch die Ausgaben entsprechend höher wären als bei den anderen Modellen. Aber ich glaube gerade, dass das notwendig wäre. Na, aber jetzt haben wir, wie gesagt, konkrete Modelle vorgestellt. Jetzt wissen wir ungefähr, wovon wir reden. Jetzt ist die Frage, dazu muss man auch sagen, alle diese Grundeinkommen lägen natürlich über dem aktuellen Hartz-IV-Satz. Das versteht sich, glaube ich, von selbst, oder? Ja. Jetzt könnte man fragen, welche Auswirkungen hat das? Also, wenn jeder einen pauschalen Geldbetrag erhielte, würden dann nicht alle aufhören zu arbeiten? Was sagst du? Also ich glaube, das ist wirklich eine Überzeugung vom Menschenbild, was dahinter steht, oder auch vom Bild, was wir von der Gesellschaft haben. Und da denke ich, nee, das würde nicht passieren. Ich glaube, das ist Angstmacherei. Also wenn auf einmal alle Leute mehr Zeit hätten, mehr Geld zur Verfügung hätten, meinetwegen grundsätzlich. Ich denke, dass sich viele Leute eben vielleicht umorientieren würden, vielleicht nicht mehr zwingend einer Erwerbsarbeit nachgehen würden, aber dass alle Leute dann faul auf der Couch liegen, das halte ich für für ein Märchen. Ja, ich habe mit dem lächerlichsten Kritikpunkt angefangen, aber eine gewisse Berechtigung hat das ja schon. Also wer würde noch Spargel stechen gehen freiwillig, wenn er 1.000 Euro pro Monat ohne irgendwelche Bedingungen erhielte? Also in niedrigen Lohnbereichen, die würden dann zwar immer noch, diese Tätigkeiten würden immer noch verrichtet werden, aber eben nur zu deutlich höheren Löhnen. Also dort, die Lohnhierarchie würde abnehmen und das wäre etwas aus meiner Sicht sehr Positives. Da fragt sich nur allerdings, was passiert, wenn dadurch, dass vor allem niedrige Löhne stark ansteigen, die Preise steigen? Also wie stellst du dir das vor? Wenn das erstmal zu Preisanstiegen führt, wie sollte der Staat dann reagieren? Das ist ja, also genau, ich habe da auch noch wirklich keine abschließende Antwort drauf, weil so ein bisschen ist es ja die Frage, ob dann eine Inflationsspirale einsetzt. Also dass meinetwegen die Preise steigen, dann wieder die Löhne angehoben werden, die Preise wieder steigen und das immer so hin und her geht vom Prinzip her. Genau, und das ist ja auch eigentlich so jetzt zur letzten Folge von dem bedingungslosen Grundeinkommen eigentlich auch meine Kritik daran. Also dass ich finde, dass darauf noch nicht wirklich schlüssige Antworten gefunden wurden, beziehungsweise vor allem von Befürwortern oder Befürworterinnen vom bedingungslosen Grundeinkommen. Kannst du sagen, darauf brauchen sie keine ausführliche Antwort finden. Denn ich hatte ja gerade gefragt, wie du das jetzt siehst, denn diesen Kritikpunkt, den habt ihr ja nicht selbst geäußert, den habt ihr ja von Wohlstand für alle übernommen. Die hatten diese Befürchtung, dass sich Grundeinkommen und Preise immer mehr gegenseitig in die Höhe treiben, dass wenn dann die Inflation hoch ist, dass dann das Grundeinkommen automatisch erhöht wird. Aber das ist ja überhaupt, erstmal ist das kein Automatismus und zweitens würden diese einmaligen Preissteigerungen, die man nach Einführung des Grundeinkommens hätte, die wären erstmal einmalig. Also man hätte einmalige Anpassungsprozesse, bestimmte Löhne würden besser vergütet werden, aber dass das allgemeine Lohnniveau dauerhaft steigt, dafür bräuchten wir selbstverstärkende Effekte, dafür müssten die Gewerkschaften dauerhaft hohe Lohnabschlüsse abschließen und dafür braucht es eben das, was es in normalen Zeiten, also auch ganz ohne Grundeinkommen auch braucht, nämlich eine vernünftige Lohnpolitik. Die Löhne müssen entsprechend der goldenen Lohnregel steigen, immer. Die Lohnstückkosten müssen so stark steigen, wie die Zielinflation ist. Also die Löhne im Verhältnis zur Produktivität müssen so stark steigen, wie die Zielinflation ist. Also in der Eurozone um rund 2% pro Jahr, dann hat man auch keine Inflation. Wenn wir dann einmaligen Preisschock zwischendurch bekommen, sei es durch steigende Rohstoffpreise, sei es durch so einen Einmaleffekt wie ein bedingungsloses Grundeinkommen oder sei es durch irgendeinen anderen externen Schock, nichts davon würde zu einer dauerhaften Inflation führen, wenn der Staat auf eine vernünftige Lohnpolitik setzt. Also diesen Punkt, den kann man tatsächlich relativ schnell entkräften. Jetzt, wo wir diesen Punkt geklärt haben, welche wichtigen Punkte sprechen denn deiner Meinung nach noch dagegen? Du meinst jetzt direkt gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen im Allgemeinen oder im Spezifischen? Gegen deine spezielle Variante. Also ich finde, es gibt einige Sachen, die dagegen sprechen. Beispielsweise noch, wer bekommt denn dieses bedingungslose Grundeinkommen? Also das trifft ja auch jetzt auf jedes Modell eigentlich zu. Diese Frage, wer hat einen Anspruch darauf und wer nicht? Wahrscheinlich also, alle, die sich legal in Deutschland aufbehalten, oder? Das ist die Frage, denke ich, ne? Oder das wäre eine zu klärende Frage. Sonst wäre es ja nicht bedingungslos. Also, dass Leute, die sich illegal hier aufhalten, das jetzt nicht bekommen, damit man da jetzt nicht Leute anlockt, die dann hier sind und die dann sich eigentlich hier gar nicht aufhalten dürfen, die dann aber hier sind und dann dafür sogar noch Geld bekommen. Das versteht sich, glaube ich, von selbst, um keine Fehlanreize zu setzen. Aber dass alle Leute, die sich hier eben legal aufhalten, die hier sein dürfen, dass die das bekommen, das ist,
glaube ich, auch selbstverständlich. Sonst wäre es ja nicht mehr bedingungslos. Sonst wäre es ja an Bedingungen geknüpft. Genau, sonst wäre es ja wieder an die Bedingungen von der Staatsbürgerschaft geknüpft oder sowas. Aber das wären ja für mich noch Fragen, die einfach zu klären wären. Also da habe ich oder höre ich auch immer wieder selten Antworten einfach drauf. Aber du hast vollkommen recht, ne? Also ich meine, was die Kritik angeht, auch an dem Grundeinkommen, haben wir uns ja auch an der Kritik von Wohlstand für alle stark bedient oder inspiriert oder wie auch immer man das nennen möchte. Für mich wäre aber auch noch die Frage grundsätzlich, also ich meine jetzt auch wieder unabhängig von der Form des Grundeinkommens, was ist eben, wenn Deutschland dieses Grundeinkommen einführen würde, was macht das mit der restlichen EU? Vor allen Dingen gerade, wenn Deutschland eben das auf eigene Faust macht. Das ist eine gute Frage. Das hätte relativ positive Auswirkungen. Also Deutschland wäre gerade als Land prädestiniert dafür, um sowas einzuführen. Also das sage ich jetzt nicht, weil ich ein großer Befürworter davon wäre. Ich sehe das sehr kritisch, vor allem, wie man das in der Praxis umsetzen sollte. Darüber können wir gleich noch reden. Aber einfach, wenn sich die wirtschaftlichen Rahmendaten ansehen, dann hatte Deutschland in den ersten 20 Jahren der Eurozone eine zu niedrige Inflation im Verhältnis zum Rest. Deutschland, Preisniveau ist also langsamer gestiegen als der im Rest der Eurozone, was dazu geführt hat, dass hier die Unternehmen Wettbewerbsvorteile gegenüber den Unternehmen in Frankreich, Spanien oder Italien haben. Und deshalb hat Deutschland so hohe Leistungsbilanzüberschüsse. Also der Rest der Eurozone, der verschuldet sich bei uns und wir bauen Nettovermögen auf. Das ist in der Währungsunion ganz gefährlich. Das führt langfristig entweder zum Zerbrechen dieser Währungsunion oder in die Transferunion. Also dass wir das, was wir da quasi gerade, was wir jetzt an Vermögen aufgebaut haben, dass wir das dann sowieso wieder durch Transferzahlungen an die Peripherie abgeben müssen, damit die nicht irgendwann aus der Eurozone aussteigt. Also das ist keine gesunde Entwicklung. Die Eurozone ist an sich schon eine Fehlkonstruktion und vor allem durch die falsche deutsche Lohnpolitik ist das nicht besser geworden. Nun könnte man das aber durch Lohnsteigerung in Deutschland ändern. Und was würde die Löhne in Deutschland wohl stärker treiben? Und zwar einmalig treiben. Also es geht ja nicht darum, dass das Lohnniveau in Deutschland dauerhaft stärker steigt als im Rest der EU, sondern wir müssen nur den Abstand wettmachen, den wir quasi aufgebaut haben. Wie könnte man das besser steigern? Durch eine einmalige, drastische Erhöhung der Sozialleistungen. Und durch so ein Grundeinkommen, durch so eine Totalreform, könnte man das tatsächlich umsetzen. Das heißt also, von den wirtschaftlichen Rahmendaten her wäre Deutschland geradezu prädestiniert für Mindestlohnerhöhung. Es wäre prädestiniert für starke Rentenerhöhungen, es wäre prädestiniert für eine starke Erhöhung des Arbeitslosengeldes und auch für die Einführung von komplett neuen Leistungen wie der eines Grundeinkommens. Also Deutschland ist von den Rahmendaten her wirklich das Land, was am besten dazu geeignet ist, um sowas auszuprobieren. Was sagst du denn den Leuten, also weil ja in dieser Diskussion, jetzt wurde ja gerade über Bürgergelderhöhungen auch diskutiert, und da kommen ja schon viele kritische Stimmen einfach immer wieder, ne? Also die dann sagen, bei jedem einzelnen Euro, meinetwegen, wo das Bürgergeld erhöht wird, oder wo es andere Sozialleistungen gibt, die irgendwie ausgebaut werden, dass immer gesagt wird, ja, wie soll das denn finanziert werden und so weiter und so fort. Was würdest du denn den Leuten gegenüber sagen? Weil das, was du im Prinzip ja auch so forderst, wäre, ja, oder was du damit sagst, ist ja das schon. Also Mindestlohn, es würde wie gesagt um Lohnerhöhung gehen, es würde um Bürgergelderhöhung gehen, es würde ja auf jeden Fall schon einiges mit sich bringen, was ja, eben deutlich mehr werden würde vom Geld, was man da einsetzen müsste. Das kommt natürlich immer darauf an, also ich habe gerade verschiedene Maßnahmen genannt, die Mindestlohnerhöhung, die würde zum einen von den Unternehmern finanziert werden und zum anderen von den höheren Lohngruppen, denn dort, wo die Unternehmer also diese Mindestlohnerhöhung durch höhere Preise weitergeben, dort bezahlen natürlich alle diese höheren Preise. Aber die höheren Lohngruppen, die profitieren ja fast gar nicht von der Mindestlohnerhöhung. Die unteren Lohngruppen, die profitieren sehr stark. Das heißt, es wäre einerseits eine Umverteilung von Kapital zur Arbeit und andererseits eine Umverteilung von höheren Lohngruppen zu niedrigeren Lohngruppen. Es geht um eine Verringerung der Lohnhierarchie. Das ist die Hauptmotivation für starke Mindestlohnerhöhungen. So kann man wirklich die Lohnhierarchie, die extrem auseinandergegangen ist in den letzten Jahrzehnten, wieder etwas stauchen. Ja, aber beim bedingungslosen Grundeinkommen, da würde grundsätzlich ähnlicher Mechanismus greifen. Also gerade niedrige Lohngruppen wären vielleicht nicht mehr bereit, Spargel zu stechen oder schwere Arbeiten auf dem Bau zu verrichten, wenn sie ohne dafür jetzt was zu tun, so ein hohes Grundeinkommen bekommen würden. Also sie würden das dann nur noch für deutlich höheren Lohn machen, was eben vor allem diese niedrigen Löhne anheben würde. Hohe Löhne, also ein DAX-Manager, dem kann es relativ egal sein, ob er jetzt 1.000 Euro zusätzlich kriegt oder nicht. Also da diese Leute würde es nicht sonderlich tangieren, die würden nicht sonderlich steigen. Also hier hätte man ähnlichen Effekt, die Lohnhierarchie würde wahrscheinlich gestaucht werden. Auch das wäre relativ
auch, das wäre relativ zu begrüßen. Und der einmalige Anstieg des Preisniveaus, den man dann hätte, der wäre in Deutschland auch zu begrüßen, da wir eben zu langsam steigende Löhne in den letzten 20 Jahren hatten. Ich hatte es ja gerade schon erklärt. Und wer soll das finanzieren? Bei bedingungslosen Grundeinkommen, das würde ja der Staat finanzieren. Und der deutsche Staat, der kann das problemlos finanzieren. Wir haben aktuell einen Leistungsbilanzüberschuss von, ja, lass mich lügen, 7% pro hatten wir, glaube ich, 2021. 2022 war dann geringer, weil die Rohstoffpreise so explodiert sind. Also wenn die Importpreise steigen kurzfristig, dann geht der Leistungsbilanzüberschuss natürlich runter. Aber grundsätzlich haben wir einen so hohen Leistungsbilanzüberschuss, wenn wir einfach ein bisschen mehr konsumieren würden, dass das nur diesen Leistungsbilanzüberschuss aufzehren würde und wir wirklich, also uns nicht Angst haben bräuchten, uns im Ausland zu verschulden. Also Deutschland lebt aktuell unter seinen Verhältnissen. Das ist es ja, was ein Leistungsbilanzüberschuss bedeutet. Wir konsumieren weniger, als wir konsumieren können und legen das Geld stattdessen im Ausland an, also als gesamte Volkswirtschaft gesehen jetzt. Also da könnten wir problemlos Sozialleistungen erhöhen, Löhne erhöhen, also alles erhöhen und da das, was wir bisher jetzt quasi sparen und dann außerlandes anlegen, das können wir einfach selbst für uns konsumieren. Wir können uns ein besseres Leben leisten, wenn wir das wollten. Und das sollten wir auch, denn jedes Land sollte sich gerade in einer Währungsunion an seine eigenen Verhältnisse anpassen. Kein Land sollte große Überschüsse oder große Defizite machen und Deutschland macht gerade große Überschüsse. Das ist, wie schon gesagt, nicht gut für das Überleben einer Währungsunion und deshalb sollten wir uns sogar mehr leisten. Ob das bedingungslose Grundeinkommen jetzt da die intelligenteste Wahl ist, wie gesagt, dazu hatte ich mich ja gerade noch gar nicht positioniert. Das muss man dann immer im einzelnen Vorschlag bewerten, der dann genau in die Debatte eingebracht wird. Ja. Ja, guter Punkt auf jeden Fall. Also ich meine, weil was du halt gesagt hattest, also ich meine, dass meinetwegen Mindestlöhne, also dass es finanzierbar wäre, mir fällt nur, wie gesagt, immer wieder in diesen Diskursen auf, wie stark das angegriffen wird und angegangen wird. Also gerade hier auch in Deutschland, ne? Also dass das Lohnniveau Reallohnniveau. Seltsamerweise nur bei Lohnerhöhungen, bei Erhöhung der Sozialleistungen und nie, wenn wir 100 Milliarden für Rüstung ausgeben. Also das ist total seltsam. Ich meine, es gibt keine unproduktivere Investition als zusätzliche Aufrüstung. Und da fragt keiner, wie das finanziert werden würde. Da wird es einfach finanziert. Ja, auf jeden Fall. Also das sehe ich auch als ein großes Problem in der Hinsicht an. Also oder jetzt ja auch mit jetzt fehlt mir gerade die Vokabel, aber auf jeden Fall gerade diese 2 Milliarden, die für Kinder Geld beziehungsweise 2,4 Milliarden für die Kindergrundsicherung, Sozialverbände fordern 20 Milliarden. Es ist lächerlich und das alles, weil Lindner jetzt einen schönen Sparhaushalt aufstellen will. Wie gesagt, Rüstung ist von diesem Sparhaushalt ausgenommen. Da haben wir ein extra Sondervermögen dafür, dass da mehr investiert werden kann und langfristig soll sogar im normalen Haushalt noch mehr Geld eingespart werden, damit noch mehr Geld für Rüstung da ist. Also das hatten wir in der letzten Folge des Wirtschaftstalks besprochen, die ist diesen Samstag rausgekommen und es ist einfach nur noch lächerlich, dass dieses Nicht-Finanziert-Werden-Argument immer dann kommt, wenn es gerade irgendwelche Vorschläge kommen, die mal die Arbeitnehmerseite stärken würden. Also das, mehr kann man dazu nicht sagen, es ist einfach Quatsch. Ja, es ist ja auch, also was mir noch aufgefallen ist und die Frage geht vielleicht auch nochmal an dich, es ist ja schon so, dass halt irgendwie auch Gewerkschaften sich stark eigentlich häufig gegen ein Grundeinkommen einsetzen und sagen, nein, das wäre sozusagen der Untergang für Arbeitnehmerrechte, für auch die Möglichkeit der Gewerkschaften überhaupt sozusagen noch Lohnerhöhungen durchzudrücken und so weiter und so fort. Wie bewertest du das? Die positionieren sich gegen dieses abstrakte Konzept eines bedingungslosen Grundeinkommens, wo nie klar ist, welcher konkrete Vorschlag liegt auf dem Tisch. Wenn dann mal wenn es dann eine Volksabstimmung gäbe, kann es sein, dass sich einzelne Gewerkschaften vielleicht anders positionieren würden, dass sie sehen würden, nein, dieses Grundeinkommen, das gefährdet halt unser Sozialsystem nicht. Oder wir hatten ja gerade gesagt, es gibt verschiedene Varianten. Es gibt eine Variante, wo unser gesamtes Sozialsystem weggestrichen wird. Das wäre natürlich brandgefährlich. Das würde ich jederzeit ablehnen. Also das ist, du kannst nicht alle Sozialleistungen, wie wir haben, Rente, Arbeitslosenversicherung, Pflegeversicherung, Krankenversicherung, die, wo ja auch eine gewisse Bedarfsgerechtigkeit drin steckt, die einfach streichen, sagen, so, jeder kriegt jetzt 1.000 Euro. Seht, wie ihr damit klarkommt, egal, ob ihr eine zu pflegende Person in eurer Familie habt, egal, ob ihr vielleicht eine schwere Krankheit habt, seht, wie ihr damit klarkommt. Also diese Befürchtung, dass dann wichtige soziale Errungenschaften, für die jetzt 150 Jahre gekämpft wird, dass die einfach mir nichts weggestrichen werden, die verstehe ich schon.
Vor allem, da die Deutschen sich gegen solche Streichungen erfahrungsgemäß nicht sonderlich gut wehren. Mit der Agenda 2010 gingen ja nicht nur massive Kürzungen des Arbeitslosengeldes einher, sondern auch massive Rentenkürzungen. Es gab keine großen Proteste. BAföG wurde, seit es eingeführt wurde, deutlich gesenkt. Und es gibt keine Proteste, also kein Studentenverband, niemand wehrt sich irgendwie dagegen. Also wir Deutschen, wir lassen uns ziemlich viel gefallen. Und die Gewerkschaften haben da halt die berechtigte Sorge, dass so ein bedingungsloses Grundeinkommen, was als tolles Schlagwort progressiv daherkommt, dass das halt als Rambock benutzt wird, um neoliberale Politik durchzusetzen. Das wäre bei dem von dir vorgestellten Modell vielleicht nicht der Fall. Da müsste, wie gesagt, wenn es eine Volksabstimmung gäbe, kann es sein, dass Gewerkschaften sich dann anders positionieren, dass dann die Sorgen adressiert werden, aber grundsätzlich nur gegen dieses Gespenst eines bedingungslosen Grundeinkommens, wo man in der aktuellen politischen Situation davon ausgehen kann, dass das nicht arbeitnehmerfreundlich wird, da verstehe ich schon, dass die Gewerkschaften da sehr, sehr skeptisch sind. Es ist ja auch wirklich die Frage, wie man diese Begrifflichkeiten füllt, ne? Also beispielsweise Friedrich Merz sagte ja auch vor ein paar Wochen, ich bin für den Sozialstaat. Aber ich glaube, das, was er unter einem Sozialstaat versteht, ist wahrscheinlich etwas komplett anderes als jetzt meinetwegen beispielsweise jemand aus der Linken oder so, ne? Also wo eben das Detail oder die Fragen, was dahinter steckt, irgendwie sehr, sehr wichtig sind. Ich bin grundsätzlich für den Sozialstaat, aber Geld dafür ausgeben würde ich das trotzdem nicht. Also ja, das sind solche Lippenbekenntnisse, solch allgemeines Palaver, aus dem nichts Konkretes folgt. Also da kann man viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Ja, genau. Ich meine, es wäre ja auch die Frage, bisher hatten wir ja so ein bisschen dieses, was wäre, wenn Deutschland halt jetzt einen Alleingang macht und so ein Grundeinkommen einführt oder einführen würde. Aber es wäre ja wirklich auch nochmal die Frage, was wäre denn, wenn meinetwegen die gesamte EU oder vielleicht auch weltweit irgendwie ganz, ganz viele Länder sich einigen würden und so ein Grundeinkommen einführen würden. Was ja aber schon mit sich bringt. Das wäre eine ganz, ganz schlechte Idee. Also, ja. Beziehungsweise dafür bräuchten wir erstmal eine Weltregierung, die haben wir nicht. Problem gelöst. Oder wenn wir die aktuellen Regierungsformen haben und die sich, was aktuell unmöglich ist, darauf einigen würden, dass es ein Grundeinkommen weltweit gäbe, dann könnten arme Länder das gar nicht finanzieren. Die könnten gar nicht ein gleich hohes Grundeinkommen wie reiche Länder finanzieren. Kein reiches Land würde sich freiwillig auf hohe Transferzahlungen an arme Länder verpflichten. Also so ist die Welt schlichtweg nicht gestaltet. Das ist Traumtänzerei. Es gab ja aber schon so ein paar Testverfahren, ne? Also wo man in verschiedenen Ländern irgendwie auch Grundeinkommen in einer, ich weiß nicht, beispielsweise in der Höhe von einem Dollar oder 8 Dollar, glaube ich, waren es im Monat. Also wo man schon das ausprobiert hat, wie wäre das denn dann? Unterhalb der Armutsgrenze. Genau. Also so, dass gerade so, dass sie nicht verhungern. Also das ist, ja. Und ich meine, das wäre ja durchaus schon möglich, ne? Also dass halt irgendwie so eine Form von einem Grundeinkommen sich mehr oder weniger durchsetzt und damit dann im Prinzip so diese in Anführungszeichen Verpflichtung der reicheren Menschen gegenüber den ärmeren dann sozusagen erfolgt ist, ne? Also so auf dem Papier, so nach dem Motto, naja, also das Argument habe ich schon noch nie verstanden. Welche Verpflichtung? Es gibt keine Verpflichtung. Naja, würdest du sagen, also ich meine, beispielsweise in Deutschland, ne, hat sich das ja so entwickelt, also mit der Solidarität praktisch von den breiteren Schultern gegenüber den kleineren Leuten. Ja, diese Solidarität aber wird aber durch staatliche Zwangsmaßnahmen eingefordert und nicht dadurch, dass irgendein Reicher da freiwillig was gibt. Also natürlich gibt es das auch, ich will diesen freiwilligen Altruismus jetzt nicht kleinreden, aber der ist systemisch nicht so relevant wie das, was halt durch staatliche Zwangsmaßnahmen von den Reichen zu den Armen umgeleitet wird, beziehungsweise in den letzten 40 Jahren jetzt weniger umgeleitet wurde als davor. Also Sozialstaat wurde ja abgebaut. Also das hat sehr viel mehr mit politischen Entscheidungen als mit irgendwie abstrakten Solidarität zu tun. Ja, das stimmt auf jeden Fall, ne? Also ich denke auch, dass es grundsätzlich ohne den Zwang von Regeln, von Gesetzen und so weiter und so fort nicht möglich wäre. Also dass eine freiwillige, ich sag mal, Enteignung oder so, also dass jetzt die reichsten Menschen der Welt sagen würden, ja, wir geben gerne die Hälfte von unserem Geld weg. Also das wird von selber nicht dazu kommen. Also ich denke, da brauchen wir auch genau, was du sagst, also staatlich gesehen oder in welcher Form auch immer, dann diesen Zwang. Anders wird es nicht möglich sein. Ansonsten hätte sich ja bestimmt. Du siehst das ja auf internationaler Ebene. Also die reichen Länder, die sagen ja nicht, oh, wir geben jetzt den armen Ländern plötzlich Dutzende Billionen Euro an Entwicklungshilfe, damit die auch mal unser Wohlstandsniveau erreichen. Natürlich nicht. Die reichen Länder, die geben ein bisschen Entwicklungshilfe, auch nach strategischen Überlegungen. Wenn dann eine Regierung an die Macht kommt, die nicht mehr so spurt, wie IWF und Co. das sagen, dann wird die Entwicklungshilfe auch ganz schnell gestrichen.
Also das hat ja auch nichts mit Solidarität zu tun. Das ist auch knallharte Interessenspolitik. Also wir sehen, wie Frankreich durch seine postkoloniale CFA-Währung da halb Westafrika in, ja, in einem ewigen Kreislauf aus Armut und Unterentwicklung hält. Also das ist ja kein, das hat ja nichts mit Solidarität zu tun in den internationalen Beziehungen. Da geht es um Macht, genauso wie es innergesellschaftlich um Macht geht. Es ist ja auch eine Augenwischerei. Also ich meine, wenn sich jetzt Reiche hinstellen und sagen, wir geben jetzt Land XY ein Grundeinkommen und das machen wir einfach, weil wir so nett sind und so. Also es ist ja nicht, wie du schon sagst, es ist ja nicht, dass man den Menschen wirklich vor Ort hilft oder helfen möchte, sondern es stecken ja andere Interessen dahinter. Genau. Du, wir hatten ja aber auch schon, oder du hattest das ja auch schon so ein bisschen mit Inflation. Und da würde mich einfach, also ich bin ja kein BWLer, VWLer, würde mich das auf jeden Fall auch nochmal interessieren. Aktuell ist ja die Entwicklung die, dass beispielsweise die Erzeugerpreise gerade wieder runtergehen, dass die Inflation aber eigentlich fast auf einem konstanten Level bleibt. Wäre das nicht ein Indiz Ja. dafür, dass auch Inflationsentwicklungen passieren können, einfach aus bestimmten Interessensgründen. Also ich glaube, Wohlstand für alle hat er beispielsweise Ja, das mit den Wohnungen erwähnt. das verzögert sich jetzt ein bisschen, aber also die Unternehmen werden nicht dauerhaft ihre Gewinne dadurch steigern können, dass sie dauerhaft höhere Margen durchsetzen. Das geht einfach nicht. Also die Nachfrage bricht weg und dann werden die Unternehmen auch durch die normalen marktwirtschaftlichen Prozesse dazu gezwungen, die Preise wieder zu senken. Jetzt kurzfristig machen sie Übergewinne. Diese Übergewinne könnte man besteuern, die könnte man durch ja, sektorale, temporäre Preiskontrollen bremsen. Also es gäbe Maßnahmen, die man dagegen ergreifen könnte, aber jetzt davon auszugehen, dass Gewinne ein dauerhafter Preistreiber sein können, das halte ich für falsch. Also es gab 2022 tatsächlich Übergewinne und quasi dieser Begriff der Gierflation, der ist ja da auch kursiert, aber das ist jetzt kein dauerhaftes Phänomen. Das sind temporäre Phänomene, die dann auftreten, wenn es zu starken Preissteigerungen kommt, wenn es Knappheiten gibt. Also wenn wirklich sowas ausgenutzt werden kann, wenn sich auf eine neue Situation eingestellt wird, dann gibt es temporär solche Übergewinne, aber die sind kein dauerhaftes Phänomen. Allerdings, also du sprachst ja gerade davon, dass dann die Nachfrage wegbricht. Wenn ich mir jetzt allerdings angucke, meinetwegen Stichwort mit Wohnen oder mit Lebensmitteln, Nahrungsmittel, im Prinzip gibt es da ja schon eine mehr oder weniger konstante Nachfrage, ne? Also vom Wohnen her ist Ja, es ja ganz ja. einfach. Also ich Also meine, das sind zwei unterschiedliche Phänomene okay. tatsächlich. Beim Wohnen, da kann man das Angebot nicht so einfach, nicht so schnell ausweiten. Es dauert extrem lange, bis neue Wohnungen gebaut sind. Und ja, da müsste der Staat einfach aktiv sein, mehr bauen und die Preise dort regulieren, wo sie zu stark steigen. Das könnte man auch machen. Also es gab ja in Berlin sogar die Idee, Wohnungskonzerne zu enteignen, auch das kann man machen. Also es gibt viele Ideen, wie man das regeln kann. Und aber bei den Lebensmitteln, das ist ein anderes Phänomen. Da sehen wir massive Spekulationen auf einzelnen Märkten. Da sehen wir, wie mit Beginn des Ukraine-Krieges plötzlich die Lebensmittelpreise explodiert waren, ohne dass noch irgendwas Konkretes passiert war, ohne dass irgendwie eine Ernte ausgefallen war oder so. Sondern die Lebensmittelpreise sind einfach aus Spekulation darauf, dass Weizen knapp werden könnte. Ukraine und Russland sind ja große Weizenlieferanten. Einfach die Spekulation darauf hat schon zu steigenden Preisen, für steigende Preise gesorgt, die dann Menschen in armen Entwicklungsländern bezahlen mussten, die das nicht bezahlen können. Also sie müssen ja ihre Nahrungsmittel essen. Du sagst ja, die Nachfrage da ist sehr, sehr konstant, weil du kannst nicht ohne Essen leben. Das ist klar. Und das müsste man eigentlich durch internationale Koordination lösen, dass solche extremen Preissprünge nicht möglich sind, dass man sagt, der Weizenpreis darf bis hierhin steigen und danach werfen wir das, was wir in unseren Speichern haben, auf den Markt. Oder der Weizenpreis darf aber auch nicht unter die und die Grenze fallen, denn dann kaufen also die Konsumentenländer jetzt jede Menge Weizen auf. Also da bräuchte man internationale Absprachen, dass die Spekulation hier nicht zu sehr für solche Verzerrungen sorgt. Das ist nämlich nicht gut, wenn sich der Preis eines Grundnahrungsmittels mal eben verdoppelt. Also das versteht sich, glaube ich, von selbst. Da kann auch kein Entwicklungsland eine eigene Landwirtschaft aufbauen, wenn der Weizen gerade ausgesät wird, sich das noch gut lohnt und dann, wenn man den Weizen plötzlich verkaufen will, sich der Preis wieder halbiert hat und es sich plötzlich nicht mehr lohnt und dann ganz viele, vor allem kleinere Landwirte mit geringeren Finanzreserven, wenn die dann pleite gehen. Also können viele Entwicklungsländer, die sich auch moderne Technologien schwer leisten können, die sowieso ein Problem haben, eine Industrie aufzubauen, dass die dann auch noch ihre Landwirtschaft verlieren. Das ist keine vernünftige Politik. Da muss man für relativ konstante Preise sorgen, damit Unternehmen auch planen können. Ja. Aber dafür bräuchte es ja dann wirklich wieder etwas, was über die nationalstaatliche Ebene hinausgeht, ne? Also, dass man wieder, ich sag mal, weiter über den Tellerrand hinausguckt und Abkommen.
Abkommen. Also das geht nur über Abkommen zwischen den Nationalstaaten. Ja. Genau. Gut. Ja, aber das geht ja jetzt schon wieder alles ein bisschen vom bedingungslosen Grundeinkommen weg. Ja, Also, richtig, ja. deswegen, genau. Vielleicht können wir ja wirklich mal wieder zurückkommen zum Grundeinkommen. Gibt es denn eine Variante? Also, du sagtest ja schon, dass du selber noch gar nicht so wirklich jetzt eingeordnet hast, was du befürworten würdest oder ob das so das intelligenteste Mittel wäre. Ja? Die Frage kann ich dir beantworten. Also aktuell, die Mehrheit der Bevölkerung wird so ein bedingungsloses Grundeinkommen ablehnen. So Arbeit fürs Nichtstun, wie sollen wir das bezahlen? Das ist dieses abstrakte Gespenst. Das wird dann erstmal abgelehnt, wie das in der Volksabstimmung, wenn man die durchführen würde, dann aussehe, muss man auch sehen. Vielleicht hat da einer einen so guten Vorschlag, den man dann popularisieren könnte, dass die Mehrheit da doch zustimmt. Muss man sehen, in der Schweiz wurde ein Vorschlag ja abgelehnt und ziemlich deutlich abgelehnt. Also muss man dann sehen. Ich halte es jetzt, um die Bevölkerung zu überzeugen, nicht für sonderlich gut, um damit Leute zu akquirieren. Denn erstmal, also es bringt mehr den Leuten jetzt mehr Geld für die Arbeit, die sie machen, zu versprechen, also höhere Löhne vor allem, höhere Renten, bessere gesundheitliche Versorgung, also all die Dinge, die ja direkt mit ihrem Job zusammenhängen, als so ein abstraktes Konstrukt, du bekommst jetzt Geld fürs Nichtstun aufzubauen, wo sich dann tausend Befürchtungen mit verketten, die man dann auch nicht richtig konkret widerlegen kann. Also ich ja, finde es eine interessante Gedankenspielerei, so ein bedingungsloses Grundeinkommen. Sehe aber erstens nicht, wie man es umsetzen soll. Sehe zweitens nicht, wie man die Mehrheiten dafür bekommen soll. Also selbst wenn man einen guten Vorschlag hat, also ich halte es schlichtweg nicht für umsetzbar, da die Mehrheiten dafür fehlen. Noch. Nein, aber kann ja auch so Noch? bleiben, Ja, ne? ja, Also. ja. Und genau das würde ich dann sagen. Wenn jetzt, wie gesagt, wenn es eine Volksabstimmung gäbe, ich sag's nochmal, dann würde es für mich auf den konkreten Vorschlag ankommen. Wenn der Vorschlag wirklich ist, die Lage für die arbeitende Seite verbessert sich, also jetzt Detailfragen sind mir dann relativ egal, Lage der Arbeiter verbessert sich, also auch meine Lage verbessert sich, dann wäre ich dafür, es einzuführen. Wenn's jetzt so ein Grundeinkommen ist, wir zerschlagen den sonstigen Sozialstaat, also Lage der Arbeiter verschlechtert sich tendenziell, dann wäre ich dagegen. Also es kommt ganz darauf an, wie dieses Grundeinkommen dann aussähe. Wenn dieses Grundeinkommen zu der Verbesserung der Lage der breiten Bevölkerung führt, dann bin ich dafür. Wenn nicht, dann bin ich dagegen. Ganz einfach. Ja, und man sollte ja eigentlich meinen, dass wenn beispielsweise so ein Modell einem Großteil der Bevölkerung zugutekommt, dass dann auch ein Großteil der Bevölkerung dafür wäre. Aber das wäre ja im Prinzip auch wie, meinetwegen, dass entsprechend viele Leute, was weiß ich, die Linke oder vielleicht jetzt zum aktuellen Zeitpunkt auch nicht mehr, aber eine linke Partei wählen würden. Was ja teilweise aber auch nicht so, ja, was man so auf jeden Fall nicht beobachtet, ne? Also, dass sozusagen für die Politik gemacht wird und die davon profitieren, häufig aber gar nicht, entweder den Gedanken verstanden haben oder die, Ja, Partei die Politik wählen. also bei den großen Linien, da vertritt die Bevölkerung ja ihre eigenen Interessen. Die meisten sind für höhere Löhne, sogar für einen höheren Mindestlohn, obwohl sie davon gar nicht mal direkt profitieren würden. Aber ihnen wäre halt klar, ich könnte dann nie unter diesen Lohn fallen. Vielleicht steigt mein Lohn dann auch ein bisschen. Also der Mehrheit ist klar, dass sie von bestimmten Entscheidungen profitiert. Die meisten sind auch dafür, dass die Renten erhöht werden. Also auch das bei den großen Linien, wo man wirklich direkt sieht, dass man persönlich davon profitiert, wo man nicht einfach nur so ein abstraktes Gespenst vor Augen hat oder wo man nicht einfach nur eine Gruppe vor Augen hat, auf die man schauen kann. Also beispielsweise beim Bürgergeld, da sieht es wieder anders aus, da kann man gut Stimmung gegen Arbeitslose machen und das hat auch leider ziemlich gut funktioniert, weil das halt durch alle Medien getragen wird, Springer, RTL, selbst die Öffentlich-Rechtlichen machen da noch mit und dann, ja, ziehen diese Narrative von neoliberalen Politikern, die dann gegen höheres Arbeitslosengeld schießen, gegen höheres Bürgergeld schießen, ziehen dann leider relativ gut. Aber bei den meisten Fragen, wie gesagt, höhere Rente, höhere Löhne, wo die meisten direkt sehen, dass sie direkten Nutzen davon haben, da sind sie dafür. Auch eine bessere Gesundheitsversorgung, auch dass mehr Geld für die Pflege da sein soll. Auch da sind die meisten Menschen dafür, dass sie da bei der Rente oder bei Pflege selber sehen, dass sie selber mal in diese Situation kommen könnten und dass sie das sie dann auch bereit sind, dafür zu zahlen, wenn sie sehen, dass es sie selber betreffen könnte. Also bei Arbeitslosigkeit, da scheinen viele Leute das nicht zu sehen, dass sie das auch mal selber betreffen könnte. Obwohl das natürlich der Fall ist. Wenn das eigene Unternehmen mal pleite geht oder Leute entlässt, dann kann man auch selber ganz schnell mal arbeitslos sein. Auf jeden Fall. Ich denke auch, dass viele Leute dem sehr viel näher stehen, als sie denken, ne? Und eigentlich ja auch jetzt gerade diese Entwicklung, die letzten Jahre über waren, vielen Leuten das eigentlich auch vor Augen geführt haben könnten. Aber es scheint ja trotzdem so zu sein, dass irgendwie dieser Sozialneid und auch dieser Gedanke, dem anderen, nicht wirklich das gönnen zu wollen, also gerade was du ja auch sagtest, dieses,
fürs Nichtstun bezahlt werden sozusagen. Dass das aber immer wieder ein Argument ist, was immer wieder, egal ob es um ein Grundeinkommen geht, egal wie gesagt, ob es darum geht, meinetwegen irgendwelche Sozialleistungen auszubauen, das wird ja immer wieder dagegen ins Feld gebracht. Und da steckt Ja, ja weil die schon Medien eigentlich, dieses Feindbild so gut aufgebaut haben. ja, genau, und da steckt ja eigentlich wirklich auch ein ganz bestimmtes Menschenbild dahinter. Und ich finde eigentlich, wäre es so spannend, über dieses Menschenbild an sich mal zu sprechen und oder das zumindest in Frage zu stellen. Das muss jetzt vielleicht auch gar nicht in unserem Gespräch sein, aber grundsätzlich in dem Diskurs, weil dieses Menschenbild ja implizit einfach immer mitgenannt wird, praktisch. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Aber ja, dieses Menschenbild, das wird halt durch die Medien so vermittelt, kann man jetzt wenig dran ändern. Ich glaube, dass die meisten Menschen sich einfach an die Situation anpassen, die sie vorfinden. Wenn Vollbeschäftigung herrscht, man gute Chance hat, einen Job zu finden, dann würden die meisten Menschen wahrscheinlich selbst unter Bedingungen eines Grundeinkommens sofort eine Arbeit annehmen, die ihnen angeboten würde. Wenn man allerdings hohe Arbeitslosigkeit hat und es schwierig ist, einen Job zu bekommen, dann werden viele Menschen sagen, na gut, nehme ich lieber das Grundeinkommen, ich bekomme eh keinen Job, wenn ich mich bewerbe, habe jetzt schon 10 Bewerbungen verschickt, wurde nirgendwo angenommen. Also das kann dann sein. Also es hängt sehr viel von der makroökonomischen Situation ab, sehr viel mehr als davon, wie der Mensch jetzt innerlich ist. Ich halte von solchen philosophischen Fragen sowieso nicht so viel. Also die Menschen, die passen sich einfach an die Situation an, die sie vorfinden. Wenn es leicht ist, Arbeit zu finden und auch gute Arbeitsplätze verfügbar sind, dann werden die Menschen natürlich eher arbeiten gehen. Das ist für mich relativ klar. Also, weil ich meine, ich hatte ja in Halle an der Saale studiert, also im Osten und da auch gearbeitet. Und da ist mir jetzt schon nochmal stärker, also auch ein Unterschied, schon auch nochmal so dieses Ost-West-Ding ein Stück weit aufgefallen, dass also dieses dem anderen was gönnen oder eben das Nicht-Gönnen eben da schon auch einen großen Wert gespielt oder eine große Rolle gespielt hat. Also, dass ich bei vielen gemerkt habe, naja, die gehen halt Tätigkeiten nach, die machen sie selber eigentlich nicht gerne. Und dann läuft es darauf hinaus, dass sie dem anderen dann aber nicht gönnen möchten, dass der dann beispielsweise zu Hause bleibt oder so. Also, sondern der soll die gleiche Selbsthärte sozusagen auch zeigen, also da auch dann einen Job machen zu müssen oder zu machen, den er eben nicht machen möchte. Und ich finde, in diesem Zwang, also auch in diesem Das, Zwang von der Erwerbsarbeit, also unabhängig davon, ob man sich mit diesen ja, Menschen. diesen Zwang, den gibt es beim Grundeinkommen immer noch. Also makroökonomisch gesehen. Also es muss ein Großteil der Bevölkerung schlichtweg arbeiten, wenn die Wirtschaft nicht stark schrumpfen soll. Das ist klar. Also wenn du das Grundeinkommen jetzt so hoch ansetzt, dazu keine vernünftige Konjunkturpolitik machst, also dafür sorgst, dass die Arbeitslosigkeit stark steigt und sich für die meisten Menschen sowieso nicht lohnt, einen Job zu suchen, weil sie eh nicht angenommen werden, weil gar keine Jobs gesucht werden. Ja, dann hast du halt ganz schnell wirtschaftliche Probleme. Das hat dann aber mehr mit einer falschen Konjunkturpolitik, mit einer falschen Wirtschaftspolitik zu tun, als mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Aber zumindest, Also also ich meine, ich, der. nochmal, ich halte das für keine entscheidende Frage, das bedingungslose Grundeinkommen. Das kommt dann auf den konkreten Vorschlag an, ob ich das dann unterstützen würde. Aber ich halte höhere Löhne, höhere Renten für viel entscheidendere Fragen als diese eine Sondersozialleistung, die unser Sozialsystem dann ergänzen würde. Also das ist viel wichtiger als diesen einen Punkt jetzt. Ja, und damit wären wir eigentlich auch so bei diesem Gedanken, okay, bedingungsloses Grundeinkommen, aber auch so die Alternative dazu, eben auch den Sozialstaat wieder auszubauen und das im Prinzip zu fokussieren. Und das fände ich auch nochmal ein spannendes Thema oder einen spannenden Punkt. Also war ja einfach die Tendenz der letzten Jahrzehnte, die Aushöhlung vom Sozialstaat war und das nach wie vor auch ist. Und dem im Prinzip entgegenzuwirken. Und das muss dann ja gar nicht auf ein bedingungsloses Grundeinkommen hinauslaufen. Das kann ja, wie du schon sagst, auch über ganz andere Instrumente funktionieren. Und da ist vielleicht auch ein bedingungsloses Grundeinkommen gar nicht unbedingt zwingend die schlauste Idee, um daran was zu tun. Ich meine, du bist ja der Agitator der sozialen Marktwirtschaft. Insofern bist du ja nun auch jemand, der sich stark für eine soziale Marktwirtschaft einsetzt. Und so wie ich das verstanden hatte, ja auch so, was weiß ich, die SPD von vor 30, 40 Jahren, also so auf jeden Fall das, was man auch altklassisch so mit einer linken Position verbindet. Du hast ja auch schon eigentlich viele Vorschläge oder viele Ideen gebracht, ne? Also genau, mit Mindestlohnsteigerung, Rentenanpassung und so weiter und so fort. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, einfach, dass wir da vielleicht noch ein bisschen reingehen?
Also bei der Rente, da kann man viele Sachen machen. Man kann gucken, ob man Kapitalerträge mit einbezieht. Man kann gucken, ob man eine Höchstrente macht und die Beitragsbemessungsgrenze abschafft, sofern das verfassungstechnisch erlaubt ist. Und ansonsten die einfachste Lösung, wenn man jetzt, ich sage mal, eine linke Regierungsbeteiligung in irgendeiner Form hinkriegen würde und dann die Rente quasi, also keine große Rentenreform durchverhandelt bekäme, wäre das Rentenniveau anzuheben. Also einfach den Zuschuss aus dem Bundeshaushalt stumpf hochzuschrauben und dann das Rentenniveau auf 60, 65%, je nachdem, wie viel man durchkriegt, anzuheben. Also das einfach Rente erhöhen. Höherer Bundeszuschuss, Rente erhöhen. Dann Mindestlohn rauf auf 16 Euro. Also nach der nächsten Bundestagswahl, nach 2026, daraus bezieht sich die Zahl jetzt. Hatte ich auch in einem meiner letzten Videos durchgerechnet, wie ich auf die Zahl komme. Und dann als nächstes bei den Sozialversicherungen, wo du sowieso Bedarfsprinzip hast, also Pflegeversicherung und Krankenversicherung, also wo es egal ist, wie viel du eingezahlt hast, da Beitragsbemessungsgrenze abschaffen und Kapitalerträge mit einbeziehen. Also da wird ja eh bei jedem die gleiche gesundheitliche Leistung bezahlt, egal wie viel man jetzt eingezahlt hat. Also da hat ja jeder quasi die gleiche gesetzliche Krankenversicherung und alle in diese Versicherung natürlich mit einbeziehen, also Beamte oder so nicht rausnehmen. Das sind, glaube ich, so Maßnahmen, die man relativ schnell einführen könnte und die relativ schnell relativ viel bringen würden. Und mal ganz blöd gefragt, also ich meine, gibt es denn nicht eine Partei, die genau diese Vorschläge auch transportiert oder befürwortet? Ja, die Linke, aber da habe ich jetzt vor allem, also einerseits sind die komplett zerstritten, die kriegen es nicht, also die sind haben inkompetente Leute an die Spitze gebracht, die kriegen es nicht hin, ein konsistentes Programm zu beschließen und vor allem im Bereich Außenpolitik sind sie zu nichts mehr zu gebrauchen. Das ist jetzt ein anderes Thema. So eine Partei gibt es also aktuell de facto nicht. Ja. Weil dann, ich meine, grundsätzlich, um da eigentlich eine realistische oder einen realistischen Lösungsweg zu haben, müsste sich ja eigentlich dann wahrscheinlich wirklich irgendwie entweder eine neue Partei gründen, die sozusagen diese Politik vertritt, oder es müssten sich eben wieder Parteien irgendwie dahingehend verändern. Aber ansonsten ist es ja realpolitisch so, dass es eigentlich keine Perspektive darauf gibt, dass da eben der Sozialstaat wieder sozialer wird. Ja, das ist jetzt eine allgemeine Frage. Aber jetzt mal wieder konkret zum Grundeinkommen zurück. Wie stehst du jetzt dazu? Also würdest du sagen, dieses Grundeinkommen, was du da gerade befürwortet hast, diese Variante, die einfach nur unseren Sozialstaat ergänzt und wo nichts abgeschafft wird, würdest du sagen, die sollte man einführen? Du setzt dich dafür immer noch ein, dass die eingeführt wird. Ich meine, ihr habt jetzt drei Folgen zu dem Thema gemacht. Ihr scheint es ja für wichtig zu halten. Ja, wobei, wie gesagt, die letzte Folge ja wirklich halt auch die Kritik daran war und also ich weiß es nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich kann die ökonomischen Auswirkungen, also gerade wenn es eben so eine Variante wäre, die im Prinzip ja das Sozialstaatliche noch ergänzt durch eine ausgewogene hohe Summe von einem bedingungslosen Grundeinkommen, kann ich einfach nicht die makroökonomischen Entwicklungen abschätzen. Also das heißt, ich Wie gesagt, könnte. niedrige Löhne würden vor allem steigen. Also es würde zu bestimmten Anpassungsschwierigkeiten vielleicht noch kommen. Das Preisniveau würde natürlich steigen. Also da, also Preisniveau, nicht Inflation. Also Inflation bedeutet immer dauerhafte Steigerung des Preisniveaus. Die Inflation würde nur temporär steigen, um das nochmal ein bisschen auseinanderzuklamüsern. Das wären einmalige Anpassungseffekte. Aber ja, das wären die Auswirkungen. Also die wären gar nicht schlecht. Ich sage nur, es ist nicht umsetzbar und ja, es ist nicht umsetzbar. Also du findest dafür keine demokratischen Mehrheiten. Du findest auch keine Partei, also keine große Partei, die das irgendwie befürworten würde. Es gibt weder in der Politik irgendeinen Akteur, der das gut finden würde, noch in der Bevölkerung gibt es eine breite Mehrheit. Und für soziale Forderungen gibt es ja eigentlich häufig Mehrheiten. Ich habe es schon gesagt, für höhere Löhne, höhere Renten kriegst du Mehrheiten. Das heißt, du solltest dich eher auf die Punkte konzentrieren, die den Leuten näher sind und nicht so ein ja abstraktes, ja, so eine abstrakte Idee verfolgen, die du am Ende eh nicht umsetzen kannst. Okay, aber von der Umsetzbarkeit, also ich meine, ich stimme dir da vollkommen zu, dass eine Mehrheit dafür zu finden sehr schwierig werden würde auf jeden Fall und auch zum aktuellen Stand wahrscheinlich gar nicht möglich ist. Aber finanzierbar wäre es ja. Also ich meine, das sagtest du ja Ja. auch, dass es ohne Probleme eigentlich machbar wäre, die Leute mit mehr Geld Wie gesagt, die. auszustatten und ob das nun über ein Grundeinkommen ist oder über Sozialstaattransfers, die eben dann noch höher ausfallen. Also macht ja jetzt auch nicht den springenden Unterschied, ne? Eigentlich ist ja das Wichtigste, dass es halt insgesamt, was du ja auch sagtest, der großen Mehrheit der Bevölkerung besser geht. Und das halt einfach auf Ja, einer realen absolut. Ebene.
Wie gesagt, es müsste mit einer vernünftigen Lohnpolitik und einer vernünftigen Wirtschaftspolitik kombiniert werden, dass es da nicht zu großen Anpassungsschwierigkeiten, dass es da nicht zu dauerhafter Inflation käme. Denn das könnte ja tatsächlich passieren, dass die Gewerkschaften dann sagen, Mensch, jetzt fordern wir mal nicht einmalig 10% Lohnerhöhung, sondern 10% Lohnerhöhung für die nächsten 10 Jahre. Und also jedes Jahr dann 10%, das wäre dann problematisch, denn dann hätten wir relativ schnell eine hohe Inflation. Aber das kannst du ja durch eine vernünftige Lohnpolitik, durch eine vernünftige Wirtschaftspolitik eindämmen. Also ja, und aber an der Vermögensverteilung, das möchte ich nochmal dazu sagen, den Punkt hat man nämlich gar nicht, würde im Grundeinkommen tatsächlich nicht viel ändern. Also Milliardär, ob da jetzt die Niedriglöhner doppelt so viel verdienen oder genauso viel haben wie jetzt, der würde davon nicht tangiert werden. Da braucht man tatsächlich eine hohe Besteuerung von Substanz, eine hohe Besteuerung von Vermögen, eine hohe Besteuerung von Erbschaften und ja, oder halt direkt eine Vermögensabgabe. Also, dass man einmalig sagt, so ein Cut, die Ungleichheit ist jetzt zu stark gestiegen, wir nehmen euch mal 50, 60, 70% weg. Also, das bräuchte man, das wäre ein anderes Thema. Also, wenn man jetzt denkt, durch ein Grundeinkommen verringern wir die Ungleichheit. Ja, das stimmt, am unteren Ende vor allem, aber am oberen Ende bei Milliardären, da würde das nicht mehr viel ändern. Und gleichzeitig ist ja aber so, dass Vermögens- und Erbschaftssteuer, dass solche Ansätze ja wirklich zu Tode kritisiert werden. Ne? Also dass eigentlich immer wieder Bestrebungen, jetzt auch von den größeren Parteien, da irgendwie was zu machen. Vielleicht, ich glaube, die SPD hatte ja auch mal irgendwann das mal fokussiert, dass da auf jeden Ja, Fall aber leider Heuchelei. immer wieder die Entwicklung so ist, dass das ja auch diskreditiert wird. Also dass im Prinzip dieser gesamte Ansatz, dass dann gesagt wird, ja, okay, dann ziehen auf einmal alle Leute weg. Alle Milliardäre gehen aus Deutschland raus. Also die Umfragen, die ich gesehen habe, die zeigen, dass es dafür tatsächlich Mehrheiten gibt. Also du würdest in der Bevölkerung dafür wahrscheinlich eine Mehrheit kriegen. Vor allem, wenn du es richtig erklärst, wenn du da eine Volksabstimmung machen würdest, du würdest mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit da eine Mehrheit bekommen. Also für diese Sachen würde es Mehrheit geben, weil die meisten Leute halt nicht Milliardenvermögen und auch nicht Millionenvermögen haben. Wenn du sagst, wir machen 10 Millionen Euro Freibetrag, dann weiß die absolute Mehrheit der Bevölkerung, dass sie nicht betroffen ist. Und dann stimmt sie halt, dann lässt sich ein Teil von der Propaganda einfangen, aber der große Teil wird dann trotzdem dafür stimmen. Also dafür würdest du Mehrheit finden, wenn darüber demokratisch abgestimmt würde. Solche Parteien wie die SPD, die schreiben es dann natürlich in ihr Wahlprogramm, die wissen, dass es toll klingt, die setzen es dann natürlich nicht um. Das sind Lügen. Also mehr kann man dazu nicht sagen. Ja. Wobei, also ich meine, es gibt doch, glaube ich, auch mal eine gewisse Diskrepanz. Also, dass Leute sich häufig als vermögender einschätzen, als sie dann tatsächlich sind. Oder dass halt die Wahrnehmung auf Ja, sich selbst ja. bezogen halt total Ich sag. merkwürdig ist. Also, wie bei auch, warte mal, war das Friedrich Merz? Es waren auch einige Leute aus der Politik auf jeden Fall, also die im Bundestag sitzen, die dann sagten: Ich bin Mittelschicht, so. Mit einem Bundestag-Einkommen. Also ich meine so, wo die Wahrnehmung von dessen, was normal ist, ja schon total divergiert, also irgendwie schon total abweicht so. Und ich glaube, also vielleicht ist es auch nur meine subjektive Wahrnehmung, aber das, was ich im Internet unter vielen von diesen Debatten und Diskursen immer wieder wahrnehme, ist, dass halt auch ganz viele Leute, die wahrscheinlich wirklich auch nur ganz normale Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind, aber ein Problem damit haben teilweise, wenn oben stärker besteuert wird, so nach dem Motto, naja, wenn, was weiß ich, der Lottogewinner sein ganzes Geld oder die Hälfte seines Geldes abgeben müsste, ich könnte ja auch mal Lottogewinner sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob so dieser Gedanke dahinter steckt, aber schon so dieses, ich könnte ja auch mal in die Situation kommen und dann würde ich davon nicht mehr profitieren, sondern dann würde ich davon sozusagen, ja, nicht in einem Hungertod nagen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also dann würde man davon ja direkt benachteiligt werden. Ja, das auf einer abstrakten Ebene gibt es diese Vorstellung bestimmt, dass man die Mittelschicht als zu breit einschätzt, aber jeder kennt ja sein Einkommen. Jeder kennt sein Vermögen. Also wenn man jetzt hört Vermögensteuer, Freibetrag 10 Millionen Euro, dann wissen die meisten, dass sie davon nicht betroffen sind. Und dann würden sie bei einer Abstimmung, wenn man sagt, so, es gibt Freibetrag 10 Millionen, es gibt eine Vermögenssteuer, die geht an die Bundesländer investieren das dann in Bildung. Wenn man diesen Link machen würde und es dann eine vernünftige Kampagne gäbe, dann wäre es schwer, da eine Mehrheit gegen zu organisieren. Wie gesagt, bei einer Volksabstimmung. Also was wird ja nicht in Volksabstimmung entschieden, sowas wird im Parlament entschieden. Von Parteien, die sich eben nicht an ihre Wahlversprechen halten. Ja. Und vielleicht nochmal ganz kurz gedanklich von mir, also du hattest ja vorhin auch schon das mit dieser negativen Einkommenssteuer mal angesprochen. Wäre das nicht eine Möglichkeit beispielsweise, eigentlich auch schon sowas ganz einfach den Leuten kommunizieren zu können? Also wie du sagtest, es gibt meinetwegen
es gibt einen Freibetrag und bis dahin sozusagen kriegt man halt Steuern zurück, Monat für Monat. Und das könnte sich dann ja jeder anhand von eben seiner Lohnabrechnung sozusagen klar werden, aha, okay, ich verdiene 1800 Euro, also bekomme ich 200 Euro plus beispielsweise, ne? Also wäre das eine Möglichkeit in deinen Augen oder wäre das aus verschiedenen Gründen auch nicht lösungs- oder zielführend? Es wäre zwar so ein bedingtes Grundeinkommen, das ans also ein einkommensabhängiges Grundeinkommen, aber auch das ist immer, auch da kannst du dieses abstrakte Gespenst, jetzt bekommen Leute Geld fürs Nichtstun an die Wand malen. Ich meine, jemand, der nichts macht, der bekommt ja immer noch sein Grundeinkommen ohne irgendwelche Sanktionen, ohne irgendwas. Und da wird nicht aufs Vermögen nicht, sondern nur aufs Einkommen geschaut. Also klar, es wäre eine Verbesserung zu Hartz IV, aber auch da habe ich da die Vermutung, dass man das schwierig durchbekommen würde. Ich würde sagen, da wäre es wahrscheinlich einfacher, eine Kindergrundsicherung einzuführen, eine vernünftige, in vernünftiger Höhe, die Hartz-IV-Sätze etwas zu erhöhen, die Sanktionen zu streichen und diesen Bezug aufs Vermögen zu streichen. Und dann hättest du ja de facto so was Einkommensabhängiges, also dass du dieses Bürgergeld, beziehungsweise ehemals Hartz-IV, ist ja eigentlich immer noch fast das Gleiche, dass du das einfach reformierst, so dass du da die schlimmsten Auswüchse wegnimmst, das erhöhst und dann hast du da die Probleme eigentlich gelöst. Ich meine, das ist ja auch keine dauerhafte Einrichtung. Du willst ja auch niemanden dauerhaft in Arbeitslosigkeit lassen. Eigentlich sollte es ein staatliches Ziel sein, dass Vollbeschäftigung herrscht. Das ist ja keine Einrichtung, in die dauerhaft Millionen Leute einbezogen werden sollen, sondern es gibt vielleicht ein paar hunderttausend Leute, die fallen nicht unter sonstige Sozialleistungen und die können auch keine Arbeit aufnehmen. Also die fallen aus den sonstigen bedarfsgerechten Sozialleistungen, die es ja durchaus gibt, raus. Und die sind dann quasi vom Bürgergeld abhängig und es sollte nicht für mehrere Millionen Leute gemacht sein, grundsätzlich schon. Also grundsätzlich sollte Vollbeschäftigung schon ein wirtschaftliches Ziel sein. Aber ist es denn noch überhaupt ein realistisches Ziel? Also ich meine gerade jetzt, klar, vielleicht ist es auch wieder so ein Totschlagargument, aber mit Digitalisierung, mit der Entwicklung, es ist ja schon so, dass auf jeden Fall, also meinetwegen, wenn ich mir angucke, wie viel früher eben von Bauern in der Agrarwirtschaft, ne? Also wie viel prozentual gesehen mal, keine Ahnung, Ende 19. Jahrhundert in der Agrarwirtschaft tätig waren und wie wenige jetzt noch den Job machen und irgendwie es ja auch schaffen, die Bevölkerung zu ernähren, dann ist ja schon die Tendenz da, dass auf jeden Fall Arbeit oder Arbeitskraft frei wird. Natürlich gibt es dann beispielsweise mit dem Dienstleistungssektor und so inzwischen einen Bereich, der sehr groß geworden ist. Aber es ist ja schon die Frage, ob sich das so verteilen muss und ob im Prinzip die Erwerbsarbeit so der Dreh- und Angelpunkt ist, um überhaupt irgendwie, also weißt du, sozusagen Vollbeschäftigung halt auch zu forcieren. Weil für mich wäre so die Frage, also eine Sache, die beispielsweise immer wieder runterfällt, keine Ahnung, alleinerziehende Mütter, die halt irgendwie Kinder großziehen, die davon nachher auf jeden Fall nicht im selben Maße profitieren, auch was Rente angeht, wie Leute, die eben die ganze Zeit arbeiten gehen beispielsweise, ne? Also und wo das irgendwie auch noch nicht wirklich aufgefangen wird. Ja. Wie gesagt, da bräuchte es halt auch eine vernünftige Kindergrundsicherung, dass Kinder schon mal gar nicht in Armut fallen können, also dass so etwas komplett ausgeschlossen wird. Also aber was du gerade mit der Digitalisierung gesagt hast, also die Arbeitsproduktivität stieg in den letzten Jahrzehnten immer langsamer. Wir hatten noch in den 70er, 80er, 60er Jahren überall eine höhere Steigerung der Arbeitsproduktivität, als wir sie dann in 2000er und 2010er Jahren hatten, in fast allen Industrieländern. Also das Wachstum, das geht sogar zurück. Und wenn da der große Schub durch die Digitalisierung kommen sollte, dann frage ich mich eigentlich, wo der langsam bleibt. Also diese Horrorszenarien, dass die Hälfte aller Menschen arbeitslos werden oder so, ich sehe nicht, wo das herkommen soll. Man sieht es in den Daten bisher noch nicht. Die Arbeitsproduktivität explodiert bisher noch nicht. Also wir sehen es noch. Wir sehen diese extremen Szenarien bisher null in der Realität. Also es gibt da keinen Bezugspunkt und ja, es ist albern. Aber grundsätzlich muss man sagen, wenn diese starken Steigerungen kommen sollen, dann wäre das wunderbar. Dann könnten wir entweder wesentlich mehr konsumieren, alle unseren Konsum hochfahren, oder wir könnten die Arbeitszeit verkürzen. Also entweder wir lassen uns es besser gehen, dadurch, dass wir mehr Reichtum leben, oder wir lassen es uns besser gehen, dadurch, dass wir weniger arbeiten. Aber dann eben für alle. Dann sollte für alle die Arbeitszeit verkürzt werden und nicht nur für die arbeiten. Also da ist es doch nicht eine sinnvolle Idee, einen Teil der Bevölkerung gar keine Arbeit zu geben und den anderen Teil weiter so arbeiten zu lassen wie bisher, sondern sollte man die Arbeitszeit für alle verkürzen. Mhm.
Nee, auf jeden Fall. Also das finde ich auch sinnvoll, den Gedanken. Also für alle das zu verkürzen, ne? Für mich ist nur die Frage, wie das eben mit denen ist, die halt aus diesem Erwerbsarbeitsrahmen rausfallen. Also was mit denen dann passiert, weißt du? Also ich meine, weil, wie gesagt, Kinder großziehen oder so oder auch andere Sachen, Vereinstätigkeiten, irgendwelche ehrenamtlichen Tätigkeiten, sowas ist ja was, wovon du momentan einfach auch Nachteile hast. Du zahlst nicht in die Rentenversicherung ein, du hast nicht dieselben Abgaben wie bei einer Erwerbsarbeit. Und dementsprechend ist es für mich so, oder aus meiner Perspektive, dass die Leute halt momentan ja stark davon, also nicht profitieren davon. Und da wäre für mich so ein bisschen die Frage einfach, wie das kompensiert werden kann, ja. Ja, aber diese ehrenamtlichen Dinge, die machen die Leute ja nebenbei, neben ihrem Beruf ja schon. Und wenn sie jetzt mehr Freizeit hätten, also die Arbeitszeit für alle verkürzt würde, hätten sie ja auch mehr Zeit dafür. Also das würde ja nichts ändern. Also dann hätten sie sogar mehr Zeit dafür und könnten trotzdem ihren Beruf noch weitermachen. Grundsätzlich schon, ne? Also ich meine, dass es ein Nullsummspiel ist, dass sozusagen die Zeit, wenn ich jetzt halt meinetwegen noch die Hälfte arbeiten muss oder drei Viertel oder so, dass ich dann halt mehr Zeit dafür zur Verfügung habe. Aber ich finde, es ist ja trotzdem immer noch eine Wertschätzung, die dahinter steht. Also eine Wertschätzung, ob ich eben diese Erwerbsarbeit da als was Wertvolles sehe, was eben vergütet wird und ja, oder ob ich eben halt auch andere Bereiche sehe und die auch abdecke, sage ich mal. Und so ein Grundeinkommen wäre natürlich vom Prinzip her zumindest eine Möglichkeit, wie auch die Leute, die jetzt im Verein arbeiten und vielleicht das auch den ganzen Tag machen wollen, aber der Verein kann sich das eben einfach nicht leisten, meinetwegen denjenigen zu bezahlen, auch Da muss sowas man das Geld den nachgehen Vereinen könnte. direkt geben. Da Wie muss bitte? man den Vereinen, da muss man den Vereinen, den Freiwilligen Feuerwehren oder in sozialen Einrichtungen das Geld direkt geben. Also da braucht man das Geld ja nicht an die Leute geben, die da arbeiten, sondern an diese Einrichtungen direkt. Dann können die Einrichtungen selber entscheiden, was sie mit dem Geld machen, ob sie sich davon neue Gerätschaften anschaffen oder sonst irgend. Also da muss man die direkt bezuschussen. An sich schon. Also ich meine, das ist ja im Prinzip so dieses Gießkannenprinzip, was du da ansprichst, ne? Also dass man sagt, wenn man den Leuten das direkt gibt, naja, dann versickert es halt sozusagen. Und wenn ich es aber dahin gebe, dass es dann auch da ankommt, wo es irgendwie sinnvoll genutzt wird. Gleichzeitig aber für mich klärt das noch nicht so richtig so diese Frage von eben Leuten, die, ja, es ist immer noch das plakativste Beispiel, aber alleinerziehende Müttern oder so, also die da halt einfach, weißt du, die gar nicht irgendwo ja an irgendeinem Unternehmen oder irgendwas dran sitzen, wo sie dann potenziell Geld verdienen könnten, sondern die einfach ihre eigenen Kinder großziehen so und aber ja, also ich meine grundsätzlich, man kann sich ja, denke ich, darauf einigen, dass es ja von den Sachen, was du auch erwähnt hattest, also meinetwegen eine Grundsicherung für die Kinder oder auch Kindergeld beispielsweise, dass das vielleicht auch einfach solche Sachen erhöht würden könnten und dementsprechend halt auch das zumindest ein Stück weit kompensieren. Für mich ist, wie gesagt, allerdings immer noch nicht so ganz diese Frage geklärt, so ey, was ist eigentlich mit denen? Also sollten die nicht auch Vorteile davon erhalten? Ist nicht halt Kinder großziehen für Reproduktion der Gesellschaft enorm wichtig? Also hat das nicht eigentlich auch einen Wert? Und es wird ja häufig Ja, über es gibt diesen ja Wert schon gesprochen. Kindergeld. Also es gibt schon Kindergeld und für, wie gesagt, alleinerziehende Mütter, die dann gar nicht arbeiten können in den ersten Lebensjahren des Kindes. Also für die brauchst dann halt eine Kindergrundsicherung oder eine andere bedarfsgerechte Sozialleistung, muss man dann gucken, wie man es nennt. Aber ja, wie gesagt, es gibt ja Kindergeld für die, die arbeiten. Die meisten Mütter sind ja auch nicht alleinerziehend, die leben in einer Familie und da arbeitet halt einer und auch für den ist es dann besser, wenn, wie gesagt, entweder Arbeitszeit verkürzt wird oder sein Lohn steigt. Also Ja. da Okay. hast du wieder diese Standardantworten. Ja. Ja, es ist halt, ich finde es schon spannend, dass sozusagen diese Debatte halt viel, und das sagtest du ja auch mehrfach jetzt, sich viel so irgendwie daran abhandelt mit so gewissen mystischen Bildern oder mit gewissen Allgemeinplatzierungen. Also es ist ja schon so, dass halt wenig irgendwie konkret gesprochen wird. Und das ist ja auch so das, was so, würde ich sagen, meine Kritik ist. Und da nehme ich mich selber gar nicht aus, was eben so ein bedingungsloses Grundeinkommen angeht, dass da diese Sachen einfach immer bei vielen Leuten, die eigentlich totale Befürworter und Befürworterinnen sind, noch gar nicht so richtig angekommen ist. Also sich gedanklich mit diesen Punkten auseinanderzusetzen. Ich meine, das ist ja auch nachvollziehbar, weil ich glaube, viele Leute halt auch an dieses bedingungslose Grundeinkommen, wenn sie dafür sind, so rangehen, dass sie sagen, hey, ich würde davon profitieren. Also meinetwegen, ich hätte dann die Möglichkeit, die Zeit, die ich momentan nicht zur Verfügung habe, anders einzusetzen. Ich hätte keinen Struggle mit dem Geld und was weiß ich was. Ich habe viele Künstlerinnen und Künstler, die da Bock drauf hätten und so.
aber dass halt gerade die sich ja mit diesen wirtschaftlichen Argumenten wenig bis gar nicht auseinandergesetzen oder gesetzt haben und ja, es dann im Prinzip genau auf diesem Level bleibt, also dass man dann eigentlich nur so allgemein Platzierungen abhandelt und rumdiskutiert, aber dass es wenig konkret wird und vielleicht wäre es ja auch wirklich so, ja. Da hast du auf jeden Fall recht. Also ich hoffe, wir konnten auch mit diesem Gespräch ein gutes, einen guten Beitrag dazu leisten, dass es die Diskussion weniger allgemein ist. In diesem Sinne würde ich sagen, schließen wir die Diskussion, oder? Ja, gerne. Vielen lieben Dank für das Gespräch auf jeden Fall. Jo, schaut gerne bei Keimgedanken vorbei. Ciao. Ciao.